Ehegattensplitting pro und contra. Pro: Das Splitting in seiner heutigen Form gibt es seit 1958. Seine Befürworter argumentieren unter anderem, dass es Ausdruck des besonderen Schutzes der Ehe sei. Zudem das Grundgesetz den Staat verpflichtet. Dabei orientiere es sich an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Paare. Ein weiteres Argument lautet, dass das Steuerrecht mit der Zusammenveranlagung von Partnern die Tatsache würdige, dass Menschen gegenseitig Verantwortung füreinander übernehmen. Es gäbe umgekehrt ja auch gegenseitige Unterhaltsverpflichtungen. Das Ehegattensplitting kostet den Staat mehr als 20 Milliarden Euro. Contra: Kritiker wenden vor allem ein, dass es nicht mehr zeitgemäß sei und ein überholtes Familienbild zementiere, nämlich eines, bei dem eine Person, in der Regel der Mann, der alleinige oder zumindest der Haupternährer der Familie ist und die Kinder kümmert die andere Person, in der Regel die Frau, sich vorrangig um den Haushalt und die Kinder kümmert ja, allenfalls noch ein ergänzendes Einkommen für die Frau erzielt. Tatsächlich hängt Deutschland immer noch stark am traditionellen Familienmodell. In kaum einem anderen Industrieland ist der Anteil von Müttern in Teilzeitjobs höher als hierzulande. Die Höhe der Teilzeitquote unter Frauen und Müttern verschärft allerdings den Fachkräftemangel. Frauen, die Teilzeit arbeiten, haben zudem weniger Karrierechancen als ein höheres Risiko und ein höheres Risiko, später im Alter arm zu sein. Ja, meine Meinung. Es ist oft im Gespräch, das Ehegattensplitting ja abzuschaffen. Als Begründung hierfür wird ja oft genutzt, dies diene der Chancengleichheit. Ich bin gegen gegen die Familie gerichtete Bestrebungen. Dies führt nicht zu mehr Chancengleichheit, das Splitting abzuschaffen, sondern greift vielen Menschen heftig ins Portemonnaie. Eine Alleinverdienerfamilie mit dem deutschen Durchschnittsbruttoeinkommen in Vollzeit von 4.105 Euro würde es 350 Euro netto jeden Monat kosten. Haushaltskonsolidierung auf Kosten von Familien lehne ich strikt ab. Familien müssen unterstützt werden. Man muss sie stärken und fördern. Ja, schreibt gerne eure Meinung zum Thema Ehegattensplitting in die Kommentare. Seid ihr für das Ehegattensplitting oder gegen das Ehegattensplitting? Und wenn ja, warum? Dann wie immer, Bewertung würde ich mich freuen. Bis zum nächsten Politikvideo und ciao.